Hallo zusammen und herzlich willkommen, eine neue Runde Satisfactory und einmal einen Schluck Kaffee für den Anfang. So, das war ja unsere verstärkte Plattenproduktion, die sollte ja soweit fertig sein. Natürlich der Ausgang müssen wir dann noch machen. Ja, wieder einen Kaffee trinken. Gut, dann hätten wir ja so, dass wir ja von den Schraubenproduktion diese hier ja folgendes machen, und zwar die Rotoren. Und da kommen ja 300 Schrauben hinaus. Und jetzt bin ich am Überlegen, wenn die da rauskommen, ob ich da die von hinten da mache oder die hier weiter hinten platziere. Die Rotoren brauchen ja auch die Eisenstangen. Das sind die Platten. Die Platten gehen ja hier entlang. Das sind ja uns da die... Hier sind ja unsere... Das muss ich gleich überlegen. Die gehen hier hinein. Hier sind die Eisenstangen. Die Eisenstangen sind einmal hier. Und die Eisenstangen benötigen ja für die Rotoren die drei Assemblies. Und dann ist die Frage, ob ich da gleich in die Höhe gehe und hier irgendwie die drei Rotoren herstelle. Die Rotoren, die gehen ja weiter zu den Smart Plating. Aber die brauchen ja auch die verstärkte Eisenplatten. Und die modulare Farme brauchen auch die verstärkte Platten und die einmal hier die Schrauben, die modulare Frame, die Eisenstangen und die verstärkte Platten. So, da hätten wir noch Platz. Wir gehen da einmal nach hinten und versuchen hier mal irgendwie etwas herzustellen. Und wenn ich hier das habe, dann kommen ja vier. Ich brauche hier vier Dinger. Ich möchte hier schon mal erweitern. Ich weiß gar nicht, wie viel Platten ich überhaupt noch da machen kann. Fundamente. Also, oh. Ja, wenn man hier wieder sich abgemeldet hat, muss man ja zuerst wieder die Einstellungen machen. Wir bauen hier einfach mal nach hinten. Ich muss da dann schauen, dass ich da nicht zu viele Verbrauche benötige. Und da frage ich mich schon, wenn ich da wirklich... Ja, da können wir hier auch gleich zupflastern. So. Wird alles noch eng. Also, wir haben noch 9, 10, 11, 12 offene. Und ich bin gerade am Überlegen, die 5 Platten, die möchte ich da herstellen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das wird einfach wieder zu eng mit dem 5. So sollte es dann gehen. Ja, und hier ist auch schon wieder fertig. Sollte mich ja nicht angreifen. Ne, alles gut. Die 5. Gut, dann platziere ich dir mal die 3. Und die haben wir auf der 6. Und dann können wir hier ein bisschen abzacken. Die 3 wären ja die Rotoren, die brauchen ja gar nichts von denen hier.
Und dann können wir die so wegführen. Ja, das ist zu knapp hier. Eins. Zwei. Drei. Das sieht auch nicht so toll aus. Machen wir die gleich aneinander. Hier wären unsere Rotoren. Rotor. Ich platziere die mal alle hin. Wenn hier die Rotoren sind, die Rotoren müssen zu den Smart Plating gehen. Da kommen die verstärkten Platten. Das wären 5 Stück. Ich kann ja schauen, dass ich ja hier mal welche aufstelle. Und hier welche. Das ist jetzt die Frage, ob ich nochmals eine platte Fundament herstellen kann. Ja, es ist einfach so knapp hier. Wenn ich jetzt das so mache. Hier können wir auch noch eine. Und hier geht gerade auch noch eine. 5 und 4. Wenn ich jetzt sage, wir nehmen wieder die 5. Ne, die 6. Und ich da hinten platziere, das, so wird es mir passen. Ja, komm. 1, 2, 3, 4. Modular Frame. Und hier die 5. Mache. Das sollte gehen, ne? 1. Ups. 2. 3. 4. Ah, das ist... Oh Mann! Naja, das war jetzt nicht genau so geplant. Da kommen die in der Mitte hinein. Die in der Mitte und die in der Mitte. Und da müssen sie raus. Und das ist zu eng hier. Und da ist auch zu eng. Aber wenn ich da ganz smart sage, ich mache hier nochmals Fundamente hin. Wir hauen die mal so hin. Vier. Und hier die 6. Dann haben wir jetzt hier die 5. Ja, da komme ich schon noch vorbei. 5 und hier die 4. Ne, 1 zu viel. Ach komm. Das ist nicht das, was ich möchte. Ist ja auch schon eine Mine. Nee. Jetzt sind bald die Platten alle weg. Jetzt mache ich das anders. Hier den noch rein.
Und den nochmals abbauen und den nochmals abbauen. So, wir bauen die alle ab. Und da können wir hier so laufen oder hier. Und sage das Ganze jetzt so. Wir machen hier die 6. Und da brauche ich jetzt 5 und 4. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier kommen dann die 4 hin. Eins, Motorsäge zuerst. Sonst haben wir nachher das blöde Ding hier nicht mehr, wo wir wegkriegen. So, dann sieht das schon alles viel besser aus. Komm. Möchtest du nicht, oder was? Zu weit unten, oder was? Ah. So, das sieht einmal gut aus. Einmal das. Gut, den kriegen wir noch weg. Das andere lassen wir mal stehen. Da waren jetzt ja die 5. Und dann habe ich gesagt, die 4. Ein Kaffee in die Hände, die Nummer 6, 1. Zwei, drei, und hier kommt der 4. noch hin, das passt genau. Ups, die Nummer 6. Ja, und alle auf die falsche Seite, oder was? Na klar! So, jetzt komm. Nochmals hier hin. Sorry. Aber jetzt sollten wir es haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einmal Abstand. Da habe ich gleich 2. 2 habe ich und dann passt es. 1, 2, 3 und 4. So, gehen wir hier raus. Bei der 4 ist es ja, bei der 4 ist es so, dass man hier die modulare Dings machen, Rahmen. Und hier machen wir die intelligente Beschickung. 3, 4, 5. Dann bauen wir das gleich schon mal auf. Einmal mit denen hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Mal schauen, ob das Material auch genügt. Wenn wir jetzt noch einmal Material abholen müssen, dann ist das für mich noch in Ordnung.
Aber sieht ja mal gut aus. Gut, die Förderbänder sind dann eher die Frage. Dann gibt es wieder Material zurück. So, das haben wir mal fertiggestellt und die benötigen hier 3 und 12. Und 12, 24 sind 48, alles im Einer. Oh ne, zuerst möchte ich die anderen platzieren. Und zwar wäre ja das normalerweise hier. Noch den einen, ne, den haben wir schon. Und die drei sind hier, das passt soweit. Und die haben ja gesagt, alles mit Dreierbänder. Ah, hier muss ich ja gar nicht, sorry. Und 2 und 2, ja easy. Das genügt ja locker. Zuerst die mal alle verbinden. Und dann gehen wir auf den Schein von hinten. Oh, den habe ich schon gesetzt. Drei und den hier noch. So, und das Ganze einmal von hier nach da. Und einmal von hier nach da. Dann haben wir hier mal alles vorhanden. Dann hoffen wir nur noch, dass wir hier das Ganze nach vorne platzieren können. Die habe ich auch alle gemacht. Und da haben wir auch gesagt, von der Menge her sollte es passen. Platten habe ich auch noch genügend. Gut, das hätten wir soweit. Und bei denen muss ich ja schauen, Rotoren, das sind ja die Schrauben und die Stangen. Die Schrauben kommen ja von da hinten und die anderen kommen auch von da. Dann komme ich hier irgendwo hier rein und platziere die einmal so hin. Förderband Splitter. So, das sollte auch passen. Und die wieder weg. Und was brauchen die? So 100 Schrauben. Das heißt, pro Band ein eigenes Schraubending. Die Schrauben machen wir von unten, die Eisenstangen von oben. Die Stangen machen wir von oben. Weil dann kann ich die einmal so platzieren. Und die Stangen, die können wir dann mit mit MK1 verbinden. Zur Sicherheit noch mal schnell nachkontrollieren. 20, 40, 60. Und gut, dann brauche ich 60 hier, wo die reingehen, Eisenstangen. Und Eisenstangen war ja Schrauben, Rotor und der Rest ist Lager.
Und hier waren meine Eisenstangen. Ja. So. Eisenstangen, das sind ja die 60, und dann wären es ja 72, weil 12 gehen noch ins Lager. Und die sind schon alle aufgebraucht. Die gehen hier, das passt. Und da müsste ich hier 72 haben, wenn die Berechnung stimmt. Was habe ich gesagt? Sorry, 60, 72, wäre eine komische Anzahl, ne? Ne, 48 gehen noch in die. Also ich brauche 60. Vier Maschinen. Wo habe ich den abgehackt? Hier. 1, 2, 3, 4 Maschinen. Dann trennen wir den hier. Haben hier die 1, 2, 3, 4 Maschinen. Und der geht jetzt hier raus. 4 Maschinen sind ja 60. Und 60 wäre ja einmal hier. Wir können es kurz halten. Das wird schon eng hier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Geht genau hier hinein, ne? Gut, die andere kann ich dann eine Etage höher nehmen. Eins, zwei. Die kommen hier in die Mitte rein. Kann auch hier durchgehen. Mach mal hier weg und hier weg. Dann gehen wir jetzt einmal schnell nach da hinten. Nehmen hier das Dreierband und gehen hier nach unten. So würde mir das gefallen. Und hier gleich. Oh. Geht das so? Ja, klar. Wieso kommt das nicht so hinein, wie ich es möchte? Wir machen hier drei. Soll ja ein bisschen ordentlich aussehen. Ja, bis in die Mitte. Und von der Mitte gehst du hier hin. Und dann gehst du hier wieder gerade. Dann können wir hier genau zwischendurch bauen. Was passiert hier? Ja, du sagst nö, ne? Ah. Dann machen wir hier bis hierhin. Dann sagen wir jetzt einmal die hier. Und das Ganze hierhin. Nehmen nochmals die drei. Platzieren die einmal hier oben hin. Von hier gehst du da. Dann gehst du hier nach unten. Und du kommst ja von hier weg. Jetzt bin ich dann sicher schon zu weit. Na klar. Geh mal zwei Retour, 1, 2. Halte. Ach komm jetzt. Wir nehmen
den hier, nehmen nochmals den Splitter. Nehmen den Fusionator. Und sagen jetzt die 3. Hier hin. 1, nee. Und von hier nach da. So, das sind die 15, 30, 60. Dann hätten wir die angeschlossen. Blum. Dann kommen die Schrauben. Und die Schrauben, da braucht ja, glaube ich, jeder sein eigener. Ich brauche 100 in der Minute. 100 Schrauben in einer Minute ist auch wahnsinnig, ne? Das sind ja 400 Schrauben. Kann das sein? Ne, 300 Schrauben. 300 Schrauben. Sind 200, 280, das geht ja nicht auf. Schau mal die anderen an, was hier noch aufgeht sonst. Hier haben wir Eisenstangen, 12 und 3 verstärkte Platten. 3, 6, 9, 12 verstärkte Platten. Und die machen wir hier. Und 12 verstärkte Platten. Und der braucht auch noch verstärkte Platten, ne? Ja. Also verstärkte Platte, gut, das sind ja, passt ja. Weil ich mache ja nur, da kann ich ja gleich alle nehmen. Ich mache 5, sind 10, sind 20, sind 25. Dann verbinden wir die. Und gehen hier oben hinein. Das ist ja der Splitter, Splitter, Splitter. Theoretisch müsste der hier bis hier hingehen. Und den können wir sagen, geh mal nach da unten. Und geh ihn nachher hier entlang. Stopp, ich mache jetzt den Lagercontainer. Das war zu nahe. Wir machen den Lagercontainer eins nach hinten. Einmal so. Dann nehmen wir wieder die 3. 1, 2. Platzieren den hier hin und du gehst hier rein. So, das sind unsere verstärkten Platten. Die gehen oben hinein. Und du gehst genau nicht sauber auf. Und sagen hier eigentlich einmal 9 fusionieren. Du gehst hier raus. Das ist ja überall der Ausgang. Gut, und das sind ja, wie gesagt, 15, 15, 20, 25, alles M1. Und einmal den von hier.
Wie sieht das schön aus? Dann kommst du hier die 1, 2 entlang. Du kommst dann hier entlang. Wir machen das Ganze einmal so. Machen hier einen schönen Schwenker hinein. Och ne. Du möchtest ja nicht fusionieren, du möchtest gerne splitten, ne? Ne, du möchtest fusionieren, sorry. Aber du möchtest hier den Ausgang haben. Was bist denn du? Du bist ein Splitter. Habe ich jetzt die falschen genommen? Ja klar, habe ich die falschen genommen. Du möchtest fusionieren. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den hier gleich wieder schön machen. So, jetzt passt es. Jetzt können wir die drei nehmen. So, das passt alles. Dann sind die soweit ja auch komplett angeschlossen. Die Schrauben haben wir auch angeschlossen. Hier sieht es einfach ein bisschen kacke aus. Da müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Geh so runter. Also passt es. Sieht es einigermaßen ordentlicher aus. Und genau, du gehst hier hoch. Das mit dem Schrauben wird noch so ein Spaß. Ah ne, hier kommen Rotoren rein. Und die Rotoren produzieren wir ja hier. Die Rotoren produzieren wir hier. Oh oh. Oh oh. Seht ihr, was ich sehe? Gut, ich habe schon eine Lösung. Fusionieren. In diese Richtung. Du gehst auch in diese Richtung. Und dann gehen wir hier die 3. Hier kommen ja die Rotoren rein. Wunderbar, wie es aufgehen würde. Ich hoffe, hier. Das nehme ich jetzt in Kauf. So. Dann sind hier die, nee, nicht den. Hier die Rotoren, hier die verstärkte Platten, die haben wir schon gemacht. Und hier kommen dann noch die Eisenstangen, haben wir gemacht. Und die Eisenstangen müssen wir noch hier hin platzieren. War doch irgendwo und doch voll durch die Wildnis durch. Hier. Aber die haben auch Eisenstangen. Sind 20, 40, 60. Und da möchten wir nochmals Eisenstangen haben. Und zwar rotorenverstärkte Platten, die sind versorgt. Dann sind eigentlich nur noch hier hinten die Eisenstangen. Ja, 12, 24, 48. Ha, das geht ja auch auf.
möchte ich noch Platz lassen. Kann ich die so mal platzieren? Ja, ich möchte die weiter. Ich platziere die mal eigentlich mal hier hin. Mit dem Ziel, die nachher da vorne, weil die brauchen ja jetzt, sorry, dass ich schon wieder da am Schauen bin, verstärkte Platten und, also haben wir schon alles gemacht. Dann gehen wir hier durch, gehen da nach hinten und gehen nachher hier zu den Stangen. Gut, aber die Zeit ist ja schon 36 Minuten. Und was wir ja komplett gemacht haben, ist dieser Teil hier. Und zwar die intelligente Beschickung. Klettern wir einmal hier hinauf und trinken unseren Kaffee. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen zu unserem Ziel näher und haben hier schon viel gemacht, sage ich jetzt mal. Und ich freue mich. Ein Daumen hoch. Danke ich euch. Nicht verpassen morgen die nächste Folge. Abonniert den Kanal, um es nicht zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Euer Metti. Tschüss.